Ich hatte euch ja versprochen, meine Geburt ein bisschen zu begleiten, zumindest so weit, wie es mir möglich ist. Deswegen jetzt auch wieder mit der Handykamera. Ja, und ich glaube, dass es heute losgeht. Ich glaube, man weiß es ja nie. Auch ich als Vierfachmama weiß es nie. Ich werde immer gefragt, ja, aber du musst das doch wissen. Nö, weiß ich nicht. Es geht genauso los, wie es bei euch auch losgeht. Mal sind die Abstände größer, dann ist es intensiver, dann wieder nicht so intensiv. Aber diese Nacht war es schon sehr intensiv und ich habe auch das Gefühl, dass der Muttermund sich öffnet. Das merkt man ja meistens durch so leichte Zeichenblutungen. Und so ist das auch. Deswegen gehe ich davon aus und werde jetzt erstmal in Ruhe duschen gehen. Bin auch mega müde. Ich glaube, man sieht es auch. Und werde mich dann langsam fertig machen und dann mal gucken, wie sich das hier so entwickelt. Bis jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass die Fruchtblase gesprungen ist. Das war ja die letzten Male immer so. Schauen wir mal, ob das heute noch passiert. Meinen Mann habe ich erstmal zur Arbeit geschickt und ja, dann gucken wir weiter. Also, ich melde mich später wieder bei euch. Also, ich habe jetzt den ganzen Tag hier zu Hause vor mich hergeweht. Und ja, wir fahren jetzt mal langsam ins Krankenhaus. Ich muss mich da ja auch noch anmelden. Ich bin da noch nicht angemeldet. Das ist auch so eine Unsicherheit, die ich jetzt noch habe. Ich hoffe, das klappt alles gut. Macht mir schon ein bisschen zu schaffen. Und auch, dass mein Mann nicht gleich mit kann, macht mir auch zu schaffen. Lustig. Ich wusste das ja die ganze Zeit und trotzdem ja, legt man das irgendwo so zur Seite. Und wenn es dann soweit ist, ist man total aufgeregt und überfordert und weiß überhaupt nicht, wie man das alles hinkriegen soll. Wobei der Körper das ja alleine macht, aber trotzdem, das ist irgendwie, finde ich, total verrückt. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und ja, wir packen jetzt die Sachen und werden uns auf den Weg machen, denn ich habe auch wirklich das Gefühl, dass die Fruchtblase jetzt gerade noch mal geplatzt ist. Es gibt ja auch so hohe Blasensprünge, wo dann immer nur so tröpfchenweise was abgeht, aber jetzt gerade stand ich in der Pfütze und ich, ja, das ist dann auch einfach nicht zu verkennen. Also drückt mir die Daumen, dass es jetzt losgeht, dass es schnell geht, dass er schnell kommen kann, dass mit der Anmeldung alles klappt und dass mein Corona-Schnelltest negativ ist. Ansonsten ist es auch nochmal richtig blöd. Oh je. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg. Ich bin jetzt angekommen in der Klinik und musste jetzt hier alleine rein. Suche jetzt den Kreissaal. Und es sind so einfach so lange Flure. Das ist einfach so wahnsinnig groß hier. Also, ich bin im Kreissaal und ich kann wieder entspannt atmen. Ja, das Baby ist schon geboren. Es ging rucki-zucki. Ich glaube, ich war 1,5 Stunden hier. Und als ich im Wehenzimmer war, habe ich es schon kaum noch ausgehalten. Ultraschall war dann auch nicht mehr möglich. Wir sind nur noch schnell im Kreissaal. Ja, und dann ist das Mäuschen schon geboren. Ihr könnt jetzt mal raten, ob es ein Junge oder ein Mädchen geworden ist. Jetzt kam der Kinderarzt gerade noch mal rein, dass das Baby jetzt verlegt wird. Genau, und wir werden jetzt gleich auf die Wochenbettstation verlegt. Und dann hoffe ich, dass ich schnell rüberkomme zum Mäusi und dann werde ich euch auf jeden Fall weiter berichten. Ich muss erstmal mich ein bisschen entspannen, ein bisschen runterkommen. Ich bin noch voller Adrenalin, Oxytocin, Endorphine. Es muss erstmal ein bisschen sacken, weil mich das doch jetzt sehr überrumpelt hat. Ich habe zwar damit gerechnet, dass das Kind früher kommt, aber dass das dann so schnell geht und auch, dass die Wehen so knallauffall kamen, war schon krass. Also, wie ihr seht, bin ich jetzt in meinem Zimmer angekommen. Habe gerade auch schon mal das erste Mal gepumpt, damit die Milchbildung schön schnell in Gang kommt. Damit hatte ich ja letztes Mal ein bisschen Probleme. Und unser Mäuschen liegt jetzt auf der Intensivstation, wurde nochmal verlegt von der normalen Station auf die Intensivstation, weil das Baby die ganze Zeit so gestöhnt hat. Und ja, eigentlich selbstständig atmet, aber bekommt jetzt so ein bisschen Atemunterstützung und wird einfach so ein bisschen beobachtet. Ich war gerade noch mal da und habe dort meine abgepumpte Milch vorbeigebracht, damit das dann gleich verfüttert werden kann. Und habe noch ein bisschen, ja, Köpfchen gestreichelt, Händchen gehalten. Habe mich jetzt schweren Herzens gerade getrennt, aber es ist jetzt auch schon spät und ich werde jetzt gucken, dass ich mal 2, 3 Stunden schlafe.
bis ich dann das nächste Mal pumpe. Gucke jetzt, dass ich vorher auch noch mal was esse. Und muss das erstmal alles verarbeiten, verdauen, dass ich jetzt nicht mehr schwanger bin. Und ja, schon wieder Mama. War jetzt doch sehr schnell und sehr überraschend, auch wenn man das ja immer 9 Monate vorher weiß. Nichtsdestotrotz, wenn es dann so ist, dann muss das erstmal ankommen im Kopf. Okay, ich wünsche euch erstmal eine schöne gute Nacht. So, 6 Stunden nach der Geburt, so sieht der Bauch aus. Ich finde das immer total spannend, einfach zu beobachten. Deswegen nehme ich euch das mal auf. Ja, und der Bauch fühlt sich extrem leer jetzt an. Das ist ganz komisch. Man muss sich erstmal wieder daran gewöhnen, dass man nicht mehr schwanger ist. Total das komische Gefühl. So, erste Nacht überstanden. Ich komme jetzt gerade von meiner 3. Pump-Session und habe ganz gut mit Nachwehen zu tun, aber ich will mich nicht beschweren, das ist alles fein. Und bin jetzt hier in der Patientenküche auf der Suche nach Stilltee. Und was ganz cool ist, die haben hier so Energy Drinks für die Mamas und auch so einen Automaten, wo man sich dann immer was zu essen und zu trinken holen kann. Ist irgendwie echt ganz nett. Und jetzt wird hier sauber gemacht. Also Stationsalltag live bekommt ihr mit. Wie sieht sie jetzt aus? Tut mir leid. Das ist so laut. Zur Stärkung für die Mutti. Ja, jetzt ist der Morgen schon im vollen Gange. Ich bin irgendwie immer noch unter Adrenalin und Hormonen. Hab irgendwie 2 Stunden geschlafen heute Nacht. Schon meine 5. Pump-Session hinter mir. Und ja, bin jetzt aber auch echt ganz schön kaputt, ganz schön geschlaucht. War aber schon mal duschen, das geht auch alles gut. Also das ist auf jeden Fall alles fein. Und war gerade noch mal drüben, habe schon mal die erste Muttermilchfuhre oder die zweite rübergebracht, damit das Mäuschen auch versorgt werden kann. Genau, das Baby liegt ja noch auf der neugeborenen Intensivstation, musste auch beatmet werden gestern noch, weil es einfach so ein bisschen Anpassungsstörung hatte nach der Geburt, gut gestöhnt hat. Ich glaube, relativ viel Fruchtwasser geschluckt, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber seit heute Morgen ist die Beatmung ab und ich freue mich total. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Und ich darf jetzt erst um 13 Uhr wieder hin. Da gelten ja ganz strenge Besuchszeiten, was auch gut so ist. Aber ja, ich würde natürlich gerne die ganze Zeit drüben sein, das geht nur leider nicht. Deswegen nutze ich jetzt die Zeit zum Schlafen und dann muss ich ja auch in 2 Stunden schon wieder pumpen. Die Zeit vergeht schnell, man kommt da echt in Stress und zwischendurch muss man auch noch was essen und trinken. So wie ich euch das immer erzähle, muss ich mir das jetzt selber auch auferlegen. Also mein Frühstück steht schon hier. Ich werde jetzt gleich mal essen, trinken und dann versuchen 2 Stunden zu schlafen, zu pumpen und dann gehe ich wieder rüber und dann wird das Baby hoffentlich dann heute noch auf die Neugeborenenstation verlegt. Das wäre total toll, weil da kann ich einfach dann auch mehr vor Ort sein, kann mit aufgenommen werden und kann halt die Versorgung auch selber machen. Das ist natürlich auch schön. Ja, darüber würde ich mich sehr freuen. Ja, und ich muss jetzt erstmal ein bisschen runterkommen, ein bisschen ankommen. Bei mir ist es auch noch nicht so angekommen, dass ich jetzt wieder Mama bin. So ruckizucki, gestern war ich noch schwanger. Genau, und werde jetzt mal was essen und ein bisschen Schlaf nachholen und dann sehen wir uns ganz bald hier wieder, auch mit mehr News und Updates mit dem Geschlecht, mit dem Namen, Größe, Gewicht, weiß ich zum Beispiel selber auch noch gar nicht, habe ich noch gar nicht erfahren und natürlich auch noch ein paar Updates quasi zur Geburt, wie die Geburt verlaufen ist. Also, ich drücke euch und bis ganz bald.